Schön, dass du auch heute bei Energy On dabei bist. Dem Kanal, wo sich alles um deine Lebensenergie dreht. Ich heiße Cornelia Kavan und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über deine Vergangenheit sprechen. Also jetzt nicht im Detail, aber prinzipiell. Ich habe nämlich bei mir selber festgestellt und auch mit Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass wir ganz oft in unserer Vergangenheit festhängen, ja, dass wir ihr wie nachtrauern oder eben auch ganz viel Schuld damit herumschleppen. Sei mal ehrlich zu dir selbst, wie viel Zeit hast du denn schon damit verbracht, über die Vergangenheit nachzudenken? Ich für mich selbst, ich bin ganz oft nachts im Bett gelegen und habe mir dann noch Gedanken darüber gemacht. Ja, warum ist denn das überhaupt passiert? Warum habe ich nicht das gesagt? Warum hat der das gesagt? Ja, warum habe ich nicht so und so reagiert? Faktum ist aber, egal was du jetzt tust, machst, sagst, du kannst die Vergangenheit nicht mehr ändern. Vergangen ist vergangen. Was du aber verändern kannst, ist, wie du diese Situation bewertest. Was ich damit meine, und zum Beispiel ein Beispiel. Angenommen, du stehst jetzt an der Straße, an der Bushaltestelle und vor dir passiert ein Unfall. Zwei Autos fahren frontal ineinander und es ist jetzt zum Glück keinem der Fahrer etwas passiert, ja, aber die Autos sind total schaden. Der eine Fahrer, der springt aus dem Auto, ist total wütend, schreit den anderen an, wow, was für ein Idiot er ist und wie sowas passieren konnte, dass das Auto jetzt total kaputt ist, und er flippt völlig aus. Und der andere Fahrer, der steigt aus, bleibt völlig ruhig und sagt einfach nur, oh, bin ich froh, dass uns allen nichts passiert ist. Und das ist genau der Punkt, es ist die total gleiche Situation. Aber was du entscheidest, ist, wie du diese Situation bewertest. Du kannst sie nicht mehr ändern. Und genau das ist das, was ich für mich eben auch erkannt habe. Also ich wirklich darüber nachgedacht habe, hat es bei mir auf einmal wirklich wie Klick gemacht. Und auf einmal habe ich verstanden, okay, es ist so, ja. Ich kann es nicht mehr ändern, aber ich kann ändern, wie ich mit der Situation umgehe und welchen Einfluss sie auf mich hat. Und ich möchte eigentlich nicht, dass Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, mein jetziges Leben noch so stark beeinflussen. Und als ich das erkannt habe, hat sich bei mir wirklich sehr viel verändert. Und ich habe dann für mich wirklich versucht, so wie selbst einen Weg zu finden oder ein Ritual zu finden, wie ich mit solchen Situationen umgehen kann. Und das Erste ist mal, dass einem bewusst wird, um welche Situation handelt es sich denn. Und dann wirklich gehe ich einfach für mich nochmal in diese Situation gefühlsmäßig hinein. Ja, was habe ich denn da in der Situation empfunden? War ich wütend? War ich verängstigt? Habe ich Angst gehabt? Ja, habe ich mir Sorgen gemacht? Wie auch immer. Ja, oder war ich zornig? War ich hilflos? Ja, welches Gefühl auch immer. Und dann gehe ich nochmal in diese Situation kurz zurück und lasse dieses Gefühl wirklich nochmal präsent sein oder all diese Gefühle, und dann lasse ich diese Gefühle wirklich durch meinen Körper in die Erde abfließen. Dazu, wie das genau funktioniert, habe ich in meinem ersten Video einen Beitrag dazu gemacht. Da wird das ganz genau beschrieben. Und dann lasse ich dieses Gefühl wirklich einfach abfließen und dann entscheide ich für mich oder so, dass ich das Ganze dann eben auch wirklich, dass ich den Personen, mir oder welchen Personen auch immer, die da beteiligt waren, dann von Herzen vergebe. Und da gibt es natürlich verschiedenste Rituale. Laura Seiler, die arbeitet ganz viel mit dem hawaiianischen Vergebungsritual, Ho'oponopono, wo man dann einfach sagt, es tut mir leid, bitte vergib mir, ich liebe dich, danke. Also jetzt wirklich aus dem Herzen heraus. Ich mache es ein bisschen anders, also ich habe für mich den Spruch entwickelt, ich vergebe mir und allen anderen alles. Das ist für mich umfassender, das sage ich dann dreimal hintereinander und versuche wirklich hier mir selber und den anderen Personen zu vergeben. Und dann bin ich eigentlich schon beim Loslassen. Und damit ich das loslassen kann,
lösche ich das, das sage ich dann auch wirklich so, ich lösche die und die Situation und die Gefühle aktiv aus meiner, jeder einzelnen Zelle meines Körpers und aus meinem Energiekörper. Und dann lasse ich das während, dann lösche ich das. Und dann versuche ich, dann sage ich für mich einfach nochmal, ich lasse die Situation jetzt los, ich bin frei von dieser Situation. Und dann kannst du die Situation wirklich so noch mit Frieden abschließen und dir vorher dann noch deine Energie zurückholen. Weil ganz oft, wenn wir noch in dieser Situation festhängen, dann ist ja auch noch unsere Energie in dieser Situation. Ja? Die brauchst du aber jetzt in deinem Leben, du möchtest sie ja wieder zurückhaben. Also sagst du dann aktiv, ich hole mir meine Energie zurück. Und lass alle Energie, die nicht mehr zu dir gehört, los. Und dann schließt du das Ganze damit ab, dass du in Frieden diese Situation gehen lässt. Und da möchte ich jetzt nichts beschönigen. Also die Situation ist natürlich nach wie vor noch so, wie sie ist. Ja? Was sich geändert hat, ist einfach deine Bewertung und dass diese Situation keinen Einfluss mehr auf dich hat, ja? Dass du nicht immer wieder in der Vergangenheit hängst, sondern dass du wie noch eine Erkenntnis daraus mitnimmst, das mache ich dann schon noch immer, dass ich nochmal anschaue, was habe ich denn in der Situation, was ist denn wirklich falsch gelaufen, was kann ich denn in Zukunft anders machen, dass es nicht nochmal so passiert. Und wenn du diese Schritte durchläufst, dann kann man diese Situation wirklich loslassen. Und ich habe das Ritual eigentlich entwickelt, das kann ich auch noch erzählen. Da war eine Situation eben mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir. Und sie war eben dann noch in Österreich, ich hier in der Schweiz. Und wir haben uns natürlich nicht mehr so oft gesehen. Aber immer nur dann, wenn ich so in Österreich zu Besuch war. Und bei einem dieser Besuche hat sie sich einfach... Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber sie war nicht erreichbar mehr für mich. Weder per Mail noch per Telefon, absolute Funkstille. Und das hat mir dann schon sehr zu schaffen gemacht und ich habe dann wirklich immer wieder nachgefragt und irgendwann ist dann nur das Antwort gekommen, ja, also die Freundschaft, wie sie jetzt ist, das ist nicht mehr das, was sie sich vorstellt und sie beendet jetzt hier unsere Freundschaft. Und mich hat das wirklich sehr mitgenommen, weil wir haben uns dann nicht aussprechen können. Ich war wie so zur Seite geschoben und das hat mich sehr beschäftigt. Es ist wirklich ganz viel Energie von mir dann noch drinnen gewesen. Und irgendwann habe ich aber mal erkannt, hey, ich kann die Situation nicht ändern. Ja? Es ist so, wie es jetzt ist. Sie möchte es jetzt nicht mehr. Ja? Und egal, was ich jetzt tue, es wird jetzt keine Veränderung bringen. Und dann habe ich für mich entschieden, ich möchte das jetzt einfach loslassen, ja. Und dann habe ich wirklich so dieses Ritual für mich entwickelt, also dass man wirklich nochmal in die Situation reingeht, diese ganzen Gefühle von Zurückweisung und so habe ich dann abfließen lassen. Dann habe ich mir vergeben, ich habe ihr vergeben und ich habe die Situation gelöscht, ja, habe meine Energie zurückgeholt und habe dann die Situation wie abgeschlossen und in Frieden gehen lassen und dann ja, für mich auch nochmal drüber nachgedacht, ja, ich habe sicher nicht alles richtig gemacht, ja, und was ich in Zukunft bei meinen anderen Freundinnen jetzt besser machen möchte, ja, anders kommunizieren und ja. Und so habe ich das wirklich für mich auch abschließen und loslassen können und ich bin jetzt im Frieden mit dieser Situation und sie lebt ihr Leben und ich lebe mein Leben und wir sind eine sehr schöne Zeit gemeinsam gegangen und die möchte ich nicht mehr missen. Und jetzt sind andere Menschen in meinem Leben und die möchte ich auch nicht mehr missen. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, versuch wirklich Dinge aus deiner Vergangenheit, die du mit dir mitschleppst, abzuschließen. Ja, das kostet ganz, ganz viel Energie, so einen schweren Rucksack mit sich mitzutragen. Und wenn du diese Dinge abschließt und auflöst, dann hast du wieder viel, viel mehr Energie im jetzigen Leben und darum geht es ja. Und das ist, das möchte ich auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht einmal, ich mache das jeden Tag. Ja. Es gibt immer wieder Dinge, die mich triggern und dann schaue ich wirklich hin, ja, wo kommt denn das überhaupt her? Und warum reagiere ich da so? Und dann sind das meistens irgendwelche Situationen und wenn ich mir die nochmal anschaue, dann kann ich eben diese Trigger auflösen. Und
damit hebt sich ja auch mein Wohlbefinden, ja, weil ich viel ruhiger bin und mich nicht mehr von so ganz vielen Dingen dann irgendwie aus der Fassung bringen lasse oder mich drüber ärgere. Und das bringt ganz, ganz viel Lebensqualität und noch mehr Energie, kann ich dir nur empfehlen. Ich hoffe, du hast etwas aus diesem Video für dich mitnehmen können. Ich wünsche dir von Herzen, dass du Dinge auflösen und loslassen kannst, die du vielleicht schon ganz lange mit dir mitgeschleppt hast und dass du mit dieser eine frei gewordenen Energie dann ganz, ganz viel kreative Dinge umsetzen kannst. Und wenn du eine Frage hast oder wenn du gern eine Frage in einem Video beantwortet haben möchtest von mir, dann schreib mir, ja? Das mache ich total gerne. Ich wünsche dir ebenfalls alles, alles Gute. Energy on, deine Cornelia.